Stefanie Popp hier. In den Tagen, die kommen, gibt es keinen anderen Weg, als übernatürlich zu leben. Übernatürlich leben ist eine Realität. Die Bibel sagt uns, dass wir in dieser Welt Kampf haben und dass unser Kampf nicht gegen Fleisch und Blut gerichtet ist, sondern gegen Mächte und Gewalten. So gehst du in deinem Leben durch Kämpfe, okay? Und die fühlen sich manchmal ganz persönlich an. Vielleicht hast du Krieg auf deiner Arbeitsstelle. Vielleicht hast du einen Chef, mit dem du nicht klarkommst. Oder du wirst gemobbt in deiner Schule, im Studium, wo auch immer. Vielleicht hast du andere Sorgen und Probleme in deinem Alltag. Also die Kämpfe, durch die du gehst, die sind irgendwie doch sehr persönlich und auch verhaftet mit diesem natürlichen Leben. Das ist wahr. Aber was ich einfach spüre und sehe, das ist, dass wir in dieser Zeit und nicht nur wir als Gläubige, sondern die Menschen wirklich stark unter Beschuss stehen durch drei Geister. Es ist der Geist von Panik, von Stress und von Angst. Ja, das ist das, was der Feind ganz aktiv, Mächte und Gewalten von Panik, Stress und Angst. Und davon sind auch wir als Kinder Gottes, als Söhne und Töchter Gottes nicht unbeeinflusst. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen. Der Feind ist so aktiv in jedem Bereich unserer Gesellschaft und er ist sehr strategisch. Was er tut, ist einfach rauben, zerstören und morden. Und das geistliche Klima heizt sich immer mehr auf. Ja, da geschieht unglaublich viel und wir sehen das in unserem Land, egal wohin wir schauen. Wir sehen all diese Streiks und Demonstrationen. Und viele davon laufen eben nicht friedlich ab, sondern zunehmend voller Aggression. Ja, immer mehr Menschen haben das Bedürfnis zu kämpfen, für ihre Zukunft zu kämpfen und einfach zu sagen, das geht so nicht. Etwas muss sich ändern. Ja, dieses Gefühl von Panik, von Stress, von Sorge, auch was kommt in meiner Zukunft, wie entwickeln sich die Dinge, wovon werde ich leben, wer wird sich um mich kümmern. Dieser Schrei ist so laut, egal wo du hinguckst und er beeinflusst auch uns, er beeinflusst auch dich. Und wenn wir nicht achtsam sind, dann wird es auch unser Verhalten beeinflussen, unsere Beziehung zu Gott. Und ich möchte dir einfach sagen, es ist nicht dran zu sagen, oh Gott, sei du mein Versorger und oh Gott, hilf mir bis zum Schluss durchzuhalten und oh Gott, hilf mir hier und hilf mir da, sondern der Heilige Geist ruft dich hinein, mehr denn je in ein übernatürliches Leben. Die Lösungen für deine Zukunft können und werden nicht aus dem Natürlichen entspringen. Und zwar ganz egal, welchen Bereich aus deinem Leben du jetzt vielleicht vor Augen hast. Ob es irgendeine Situation ist, ob es deine Familie betrifft, deine Arbeitsstelle, ob es den Bereich von Finanzen betrifft, vielleicht Altersvorsorge oder egal was. Die Lösungen, die du brauchst, werden nicht aus dem Natürlichen kommen. Gott ruft dich auf, hineinzutreten in das Übernatürliche. Das Übernatürliche ist über den Natürlichen. Du bist berufen, nicht im Natürlichen zu leben, sondern im Übernatürlichen. Du bist Geist. Der Heilige Geist lebt in dir. Du bist eine ganz neue Schöpfung, ein übernatürliches Wesen. Und das, was du brauchst für deine Zukunft, es ist bereits da. Es kommt von Gott. Und so hart es ist, so schwierig es ist, musst du verstehen, dass dein jetziger Kampf auch mit diesen Mächten und Gewalten zu tun hat, von Panik, Stress und Angst. Und ich möchte dich einfach fragen, welcher Bereich in deinem Leben erfüllt dich mit Angst, mit Stress, vielleicht sogar mit Panik, wenn du an deine Zukunft denkst? Welcher Bereich ist es? Bist du voller Hoffnung, voller Erwartung, voller Zuversicht für jeden Bereich in deinem Leben? Wo ist es nicht so? Hier lädt dich der Heilige Geist wirklich ein, zu ihm zu kommen und zu sagen, wow, Heiliger Geist, hier merke ich einfach, dass ich in Partnerschaft gegangen bin mit Angst, mit Panik, mit Stress. Das möchte ich nicht. Ich kehre um, ich tue Buße. Mach du mich frei davon. Hilf mir, hier echt ein Mindset, eine Denkweise zu bekommen, die übernatürlich ist und nicht an das Natürliche gebunden. Wenn du im Natürlichen bleibst,
dann wirst du nicht gut bis zum Ende durchhalten. Du wirst es nicht durchhalten. Es wird dir nicht möglich sein. Denn die Dinge in diesem Leben, sie werden auf natürlicher Ebene nur schlimmer werden. Aber dir steht die geistliche Ebene offen und hier wird es immer besser werden. Und das klingt jetzt für dich vielleicht wie gespalten. Aber wir leben in dieser Herausforderung, uns immer wieder zu entscheiden, wo möchte ich heute unterwegs sein, im Natürlichen oder im Übernatürlichen? Wie möchte ich mich positionieren? Was ist wirklich das, was ich glaube, was ich spreche, was ich bete? Und wo ich auch meine Seele ermutige, sich damit zu connecten. Ich ermutige dich. Weißt du, da draußen sind Feinde. Da draußen ist der Feind. Da ist der Feind, der Teufel, der versucht zu verschlingen, wen und was er verschlingen kann. Aber du bist durch Jesus in einer anderen Realität. Du lebst in seinem Reich schon hier und jetzt und heute. Und deswegen, in die Tage, in die wir hineingehen, muss die Lösung für dein Leben von Gott kommen, aus dem Übernatürlichen heraus. Und du brauchst den Heiligen Geist in diesen Tagen, dass er dich lehrt, wie du deine Wunder freisetzen kannst. Denn Gott ist ein Gott, der Wunder tut und der alles für dich bereitet hat, was du jemals für jeden Bereich deines Lebens brauchen wirst. Es ist da. Gott hat es getan. Und der Heilige Geist hilft dir, in diese Realität hineinzuwachsen. Und in diese Realität möchte ich dich hineinrufen. Es ist Zeit zu überwinden. Du musst nicht von diesen Zeitgeistern gefangen werden und in Übereinstimmung leben mit ihnen, sondern du darfst in der Freiheit des Heiligen Geistes weitergehen. Ist es einfach? Nein, ganz und gar nicht. Aber ist es möglich? Ja, auf jeden Fall. Und der Heilige Geist ist hier nicht nur mit neuer Kraft und Frische, sondern auch mit Freude und mit Frieden. Ich segne dich von ganzem Herzen, all diesen Dingen und noch viel mehr. Du bist nicht allein, er ist an deiner Seite. Mega segne dir und bis denn.